Jawohl, liebe Traderinnen und Trader, wir haben Freitag, letzter Handelstag der aktuellen Woche. Da wird es wieder sehr, sehr spannend, gerade was der Blick auf die Indizes angeht, denn wir haben in den USA <laughs> ebenfalls Feiertag. Ja, wir haben schon, wir haben schon China, äh, das fehlt durchs Frühlingsfest und am Montag kommt dann auch noch die USA dazu. Da gibt es einen Feiertag. Das wird. Das wird echt spannend, was da heute so im Laufe des Tages passiert, wie sich die Trader hier ins Wochenende, ins lange Wochenende, gerade auch in den USA verabschieden. Äh, denn da bleibt es immer sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, was kommt denn übers Wochenende. Ne? Und gerade wenn wir ein verlängertes Wochenende haben, da kann schon einiges kommen. Da kann einiges um Covid-19 kommen. Ähm, wir wissen zwar dass wir quasi äh, das Thema Impfstoffe an den Märkten durchhaben. Der Markt hat sich darauf eingestellt, dass es früher oder später äh, die Impfstoffe für alle gibt. Aber es gibt natürlich immer Unsicherheiten. Ne? Wir hören es, Biden beschwert sich bei Trump über sein schlechtes Management bei der Impfstoffbestellung. Er ne? hat seiner Bevölkerung jetzt versprochen, Biden hat gesagt, äh, bis Ende Sommer wird es auf alle Fälle ähm, ja, sozusagen, den äh, die versorgung für alle erwachsenen geben das äh, ist an dieser stelle natürlich sehr sehr wichtig äh, zu wissen das ist etwas das kann für unruhe an den märkten sorgen wenn man merkt oh. Da kommt doch etwas nicht so rüber, wie es rüberkommen soll. Das wäre mal das eine. Das nächste ist das Thema Wirtschaftspaket. Aber ich sage dazu gleich noch ein paar Dinge, wenn wir hier entsprechend die Nachrichten miteinander auch beschauen. Zuvor, äh, wie immer, hier an dieser Stelle der Risikohinweis. Ich bitte hier. In Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir schon zu den Nachrichten. Und da ist es, wie ich gesagt habe, China fehlt auch noch die nächsten Tage. Äh, das, äh, da fehlt einfach Kapital am Markt, was äh, die Kurse bewegen kann. Das äh, sollte man einfach beachten. Ansonsten, ähm, heute im, in den Morgenstunden, da war es Very British. Das heißt, hier an dieser Stelle kamen ein paar Zahlen aus Großbritannien rüber. In Summe sagt man hier an dieser Stelle, es sieht momentan eher ungünstig aus in Großbritannien für die Wirtschaft. Die haben ja nicht nur Covid zu stemmen, sondern auch den Brexit und das merkt man natürlich zum Beispiel auch bei den Unternehmensinvestitionen. Das die Zahlen, die wir hier sehen, die sind allesamt noch vom Dezember, also mehr oder weniger kalter Kaffee. Das ist in den Märkten alles schon eingepreist, aber Jetzt haben wir die Zahlen quasi auf dem Tisch, die Unternehmensinvestitionen, die liegen bei 1,3, da ist nicht wirklich was zu holen, das BIP ist geschrumpft, entsprechend die Industrieproduktion im Dezember war auch nicht so der Knaller und die Handelsbilanz ist ebenfalls weiter rückläufig. Also alles in allem, man muss schauen, was wird. Dass äh, die, die Wirtschaft äh, bei den Briten äh, wieder auf die, auf die Beine kommt und zwar ordentlich. Das wäre schon äh, sehr, 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 sehr wichtig, auch für das Bruttoinlandsprodukt. In Großbritannien. Ansonsten heute am Nachmittag aus den USA gibt es von der Uni Michigan die Konsumentenerwartungen und auch das Verbrauchervertrauen. Wir wissen es, auch das sind wichtige Zahlen für das BIP. Wenn die Verbraucher fröhlich gestimmt sind, äh, auch schöne Schecks bekommen von der Regierung, könnte das durchaus das BIP etwas stützen. Wichtig für die USA und natürlich auch für exportierende Länder wie zum Beispiel Deutschland und am Abend dann am späten Abend um 21.30 Uhr deutscher Zeit gibt es den Blick in die COT-Reports. Tja, und da ist es, wie es ist. Und <laughs> ich sehe gerade hier, WTI ist tatsächlich um 1 Dollar gefallen. Was ist da los? Oha! WTI fällt. Crash-Szenario. Wir brauchen bald kein Öl mehr. Nein, Quatsch. Gucken wir uns nachher an. Ähm. Das ist natürlich ganz normal an dieser Stelle, Leute. Wir haben hier einen Trend, der weit gelaufen ist. Der muss auch mal irgendwann korrigieren. Ja? Und Trends können auch irgendwann mal brechen. Alles Dinge, äh, die wir hier haben, auf der Uhr. Ähm, ich habe mich übrigens dafür entschieden, äh, in der nächsten Woche, nächste Woche, Freitag, mal ein äh, Öl-Spezial zu machen. Und zwar indem wir uns mal die großen, großen Zyklen im Öl anschauen. Weil das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Genauso wie wir äh, vor einer ganzen Weile mal über die Zyklen, im Euro, US-Dollar gesprochen haben, glaube ich, dass es jetzt Zeit wird, ähm, mal die, die, die Zyklen im, im WTI ein bisschen näher zu beleuchten äh, und äh, diese Zyklen abzustimmen auf die aktuelle Situation, die wir jetzt haben. Also, ich plane das mal für nächste Woche Freitag, weil das ist sehr, sehr interessant, ähm, was hier äh, geschrieben steht. Ich habe da sehr interessante Informationen auch von Goldman Sachs zugelesen, habe da natürlich auch meine eigene Meinung zu. Und ähm, ja, das machen wir in der nächsten äh, Woche, weil das, das hat einfach was mit Fundamentaldaten zu tun, äh, langfristiger Natur. Und äh, deswegen sollte man das an dieser Stelle auch wissen, äh, was man da machen kann. Denn nur so ist man in der Lage, wie wir das hier auch getan haben, langfristige Trends zu reiten. Ne? Ich kenne einige Trader, die sagen die ganze Zeit, Öl muss schurz sein. Die verbrennen sich permanent die Finger äh, momentan am Öl, weil sie jede Chance nutzen, short zu gehen. Und dann werden sie immer wieder gebraten. Und gebraten und gebraten. Ich sage, Leute, Macht das nicht. Schaut doch einfach auf die Märkte, was der Markt hier spielt und schaut auch mal so ein bisschen auf die fundamentale Seite. Und dann bitte passt euch etwas an. Aber meine Leute, es gibt natürlich immer Angebot und Nachfrage und für jeden Käufer muss es ja auch einen Verkäufer geben. Und wenn der Verkäufer ein Shorty ist, why not? Und am Ende ja, hilft es wahrscheinlich auch da, die Kurse ein bisschen nach oben zu bewegen, wenn Shortpositionen eingedeckt werden müssen. Ich weiß nicht genau, was da treibt, aber wenn wir uns die Trends anschauen, da wissen wir, was. Dort entsprechend los ist. Also, das ist, wie es ist. Das sind die Termine für den heutigen Tag, und damit würde ich sagen, blicken wir mal auf die Woche zurück. Auch hier eine Woche ähm, mit nicht ganz so vielen Terminen, die wir gehabt haben. Wir sehen es hier: es ist nicht wirklich viel. Wir haben hier die Jolts-Stellenangebote bekommen. Eine Zahl, die höher war als letzten Monat und auch über den Analysten lag. Das ist gut. Ansonsten die Verbraucherpreise in den USA für den Januar. Ähm, bei 0%, also komplette Stagnation, etwas, das die Fett nicht so gerne sieht. Rohöllagerbestände sind weiter deutlich zurückgegangen ähm, und trotzdem korrigiert das Öl, ja. Unglaublich. Ähm, aber es ist wirklich so. Ansonsten, ähm, wie schon gesagt, die Arbeitslosenhilfe, die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, ähm, das kam gestern. Die sind weiter gesunken, aber die Analysten hatten etwas größeren Rückgang erwartet. Deswegen ist die Zahl hier entsprechend rot. Aber sie liegt immerhin unter den der letzten äh, Meldung. Aber man sieht, der Arbeitsmarkt in den USA ist. Halt durch das Thema ähm, Covid-19 extrem angespannt. Aber, 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 es gibt auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, äh, wo man sieht: okay, mit den ganzen Vakzinen, die jetzt in den USA auch verimpft werden. Äh, die USA ist ja in der Impfstrategie deutlich weiter, als wir das bei uns in Deutschland sind. Äh, ja, also so viel wie die, wie die, wie die Leute hier gemeckert haben über die katastrophale Situation in den USA äh, während der oder jetzt auch äh, immer noch, also aber, aber, aber massiv auch zu Trump-Zeiten. Ähm, ähm, so sehr zeigt uns jetzt äh, der Ami mal wieder, Leute, ähm, ich kann's. <laughs> Wenn man mal sieht, wie die impfen, vergleicht das mal mit Deutschland. Irrsinn. Also ich habe hier bei mir in der, in, der, in der Ecke hier in Halle, sollten diese Woche, ähm, ich glaube vorgestern war es gewesen, 800 Menschen geimpft worden sein. Ähm, ähm, und äh, der Lieferant hat äh, den, 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 den äh, Impfstoff äh, gefroren geliefert. Und es steht auf der Ampulle drauf, bitte nicht frieren. Und die Dinger kamen mit minus 3 Grad an. Also, naja. Also, das ist einfach, das sind so Sachen, die passieren am Rande, die bekommen wir hier natürlich mit. Das wird wahrscheinlich auch überall anders passieren, solche Sachen. Nur damit merkt man mal, wo es einfach stockt und dass es massiv stockt. Und das geht halt in den USA anders. Und da zeigt uns der Ami mal wieder, wie die Richtschnur ist. Und der nimmt da eine wichtige Rolle entsprechend ein. Und das wird dann helfen, dass die USA sich wahrscheinlich auch deutlich schneller berappelt. Während der Corona-Krise, wo, wo wir die ganzen Impfstoffe noch nicht hatten, wurde immer gesagt: Jawohl, der in Ami, den geht es viel schlechter als uns in Europa. Wir kommen viel besser. Durch die Krise. Ja, und nun Pustekuchen. Jetzt dreht sich der Spieß wieder um. Mal wieder. Na? Also, das muss man ein bisschen im Blick haben, gerade auch was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und was den Arbeitsmarkt angeht und zum Thema Lockerungen. Wissen wir auch beispielsweise schon, Disney hat bekannt gegeben, dass es äh, im, im Laufe der nächsten Monate wieder zu äh, ersten Öffnungen von Freizeitparks entsprechend kommt. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant und diese Dinge werden sich dann auch Stück für Stück auf anderes ausweiten und das ist natürlich sehr erfreulich und damit gibt es dann wieder Besserungen für äh, den Jobmarkt, denn gerade... Im Thema Freizeit, Hotel und so weiter und so fort, das kennen wir ja alles. Sobald dort wieder langsam Musik beginnt zu spielen, werden natürlich auch die kurzfristigeren ähm, Angestelltenverträge wieder reaktiviert, bzw. es gibt dann Neueinstellungen ähm, und das wird dann den Arbeitsmarkt so ein bisschen helfen. Und das ist auch genau das, was entsprechend hier ähm, die Regierungen auf der Uhr mit haben, gerade auch in den USA. Aber hier bei uns in Europa ist das ganz genau das Gleiche. Der Fokus liegt wirklich ganz stark auf dem Arbeitsmarkt und die Stütze der Wirtschaft äh, und äh, das ist halt ein sehr, sehr großer Fokus. Und gerade hier in den USA ist ist es halt wichtig, dass man das auch sieht. Da ist ja die FED auch wieder richtungsführend in diese Richtung, was wir hier sehen. Da hat die FED-Chairman Paul ähm, hat auch ganz klar gesagt, wir sind uns dessen bewusst, was hier gerade los ist und wir werden weitermachen und die kommen auch nicht wieder raus aus dieser Geschichte. Ja? Ähm, denn diese, diese ganze Niedrigzinspolitik hat natürlich auch dazu geführt, dass eine, eine immense, sage ich mal, Kreditquote auch da ist. Da diskutieren wir jetzt nicht drüber. Ich hatte das schon sehr, sehr oft gesagt: Thema Monetary äh, Modern äh, Monetary Theory. Das ist einfach ähm, etwas, das wirklich schon eine ganze Weile funktioniert. Da gibt es viele, viele Kritiker von. Ähm, deswegen möchte ich da keine, keine Diskussion darüber anstellen. Aber der Hintergrund des Ganzen ist halt, wenn die FED jetzt entsprechend die Zinsen erhöhen würde oder aber plötzlich äh, die Anleihekaufprogramme aussetzen würde, das würde zu einem Kollaps am Finanzmarkt führen. Die Märkte würden wieder komplett austrocknen weil Kredite nicht zurückgezahlt werden könnten. Und das möchte man in aller Deutlichkeit wirklich vermeiden. Das heißt, solange wie die US-Wirtschaft nicht dazu in der Lage ist, quasi selbst für Wachstum am Arbeitsmarkt zu sorgen, das ist halt die wichtige Stellschraube der Arbeitsmarkt in den USA, so lange wird es bleiben, dass die Fed auch weiterhin deutlich unterstützend ähm, dabei bleibt und das Anleihekaufprogramm auch weiter fortschreibt. Und ich persönlich gehe mal locker davon aus, dass das mal durch 2022, äh, 2021 durchlaufen wird und so lange werden wir auch relativ niedrige Zinsen haben, auch wenn wir äh, in den anderen Zinsmärkten, also in den längeren, etwas längeren Zeiträumen, 5, 10 und 30 Jahre, etwas 30 Jahre, der Seidel hier, aber man sieht halt, ähm, dass es wächst und wartet mal mal ganz kurz, wir gehen mal eben kurz auf die Seite. Von, von Finwitz. Ich will hier nur mal ganz kurz zeigen, ich nutze hier an dieser Stelle die Futures mal ganz kurz, die Bond-Futures, damit wir uns das mal anschauen können. Wenn wir uns die Bond-Futures hier wirklich mal anschauen, dann sehen wir hier an dieser Stelle eines und zwar hier, schaut euch das mal an. Die 30 Jahre Rendite, die fällt, die 10-Jahres-Rendite, die fällt, die 5-Jahres-Rendite, die fällt an dieser Stelle. Ähm, es ist hier wie auch in anderen Märkten eine Drehphase da. Also es kann jetzt ziemlich schnell wieder davon ausgehen, dass das raufgeht, aber es fällt schon auf, ähm, dass wir hier sozusagen in den. Je länger die Zeiträume werden, je tiefer sind mittlerweile die Renditen in den entsprechenden Anleihemärkten. Und das ist ein Thema, das ist natürlich sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Und das muss man sehen: Wenn die Renditen dort sinken, dann steigen die Zinsen. Das ist also die Grund, das Grundberechnungsmodell dieser Renditen an dieser Stelle. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und wenn dort sozusagen die Zinsen steigen, dann bringt das halt den Druck auf den Markt. Aber die Fed hat ja auch gesagt, wir können eine ganze Weile auch mal mit einer etwas höheren Inflation leben, da wird sich dann zeigen, butter bei de fische, was gemacht wird, wenn die Inflation wirklich deutlich ansteigt. Und wir haben ja mittlerweile auch schon erste Anzeichen für Anstiege bei Inflation, Wenn wir uns nun mal die Mietpreise anschauen, da hatte ich ja auch schon mal was davon gesagt, die sind ziemlich stark am Ansteigen. Wenn wir uns teilweise die Preise für, für die Rohstoffe in den, in, den, in den Industriemetallen anschauen oder aber auch bei den ein oder anderen Rohstoffen für die Nahrungsmittelindustrie, das ist schon ziemlich deutlich. Deutlich sichtbar, dass die Preise dort sehr, sehr stark steigen. Äh, solange wie die Löhne mit steigen, denke ich mal, wird das auch alles soweit in Ordnung sein, weil dann ist für ein Ausgleich gesorgt. Aber wenn es irgendwann zu einer zu starken Zunahme kommt, der Preise, dass die vom Endabnehmer sozusagen nicht mehr bezahlt werden, dann könnte es etwas kritisch werden. Soweit ist es noch nicht, aber das Thema muss man natürlich immer so ein bisschen auf der Uhr haben. So, Das hätten wir also quasi dazu. Und nun kommen wir mal entsprechend zu den äh, ja, Nachrichten für die. Kommende Woche und da sehen wir es hier oben: In China ist bis zum äh, Mittwoch Frühlingsfest, also die Chinesen fehlen äh, bis Mitte der nächsten Woche und am äh, Montag ist in den USA, da ist Feiertag, da ist Washington's Birthday äh, und da wird auch nicht gehandelt. Das heißt, an dieser Stelle, das ist das Thema verlängertes Wochenende und da wissen wir ja aus der Vergangenheit auch immer, ähm, dass da der ein oder andere Händler doch gerne mal entsprechend in Deckung geht. Ansonsten, Montag gibt es die ZEW-Konjunktur. Erwartungen. Am äh, Mittwoch gibt es von den Briten einige Zahlen zum Thema Verbraucherpreisindex. Äh, wir kriegen den Begleittext der EZB, die Einzelhandelsumsätze in den USA und auch die Erzeugerpreise. Und am Donnerstag gibt es dann die Verbraucherpreise aus der EU. Da gab es übrigens zum Thema äh, Preise auch eine Überraschung hier bei uns in Deutschland: Da gab es Anstiege von einem Prozent. Ja, mal gucken, ob das nachhaltig wird. Ansonsten Donnerstag weiterhin die Baugenehmigung in den USA und der Filifett-Herstellungsindex und am Freitag dann von den Briten die Einzelhandelsumsätze, gleiches äh, von äh, aus Deutschland für das verarbeitende Gewerbe und ähm, also nein, das ist der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe Sorum und aus den USA bekommen wir hier die Verkäufe bestehender Häuser. Das ist mal so der Nachrichtenüberblick an dieser Stelle, äh, den wir hier immer wieder jede Woche machen. Und damit gehen wir jetzt zu den heutigen Handelsideen oder zu der Haupthandelsidee an dieser Stelle. Und das ist hier britisches Pfund US-Dollar. Und an dieser Stelle sehr, sehr gerne auch die Bitte oder der Wunsch, wer einen Wunschmarkt hat, entsprechend. Bitte einfach rauf auf die Chats und alles eingeben. Ich teile jetzt gerade mal noch den Bildschirm hier äh, entsprechend in groß und dann äh, zoomen wir mal in die Charts entsprechend rein. Und da haben wir hier schon das Währungspaar Euro-US-Dollar. Und wir bleiben heute auch mal so ein bisschen bei den Währungen. Wir machen aber natürlich auch die Besprechung der großen Indizes. Also, was wir hier sehen, ist mal das Thema Euro-US-Dollar hier allerdings im 4-Stunden-Chart. Ich lösche mal ganz kurz hier ein paar Marker raus. Wir starten mal entsprechend wie immer im größeren Kontext. Und der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Äh, weil das ist ein Drehpunkt, den man hier an dieser Stelle, naja, sage ich mal, immer so ein bisschen auf der Uhr haben muss, äh, wo ein bisschen Verwirrung auch gestiftet wird an dieser Stelle, wo man echt überlegen kann, äh, was ist hier los. Ja? Ich sage mal, mal so, wenn man einen, einen, einen unbedarften, unbeteiligten, äh, nicht investierten äh, Trader an dieser Stelle sieht, ähm, oder auch einen Trader sieht, der, der, der einfach weiß, äh, der, äh, der Euro ist wirklich immer ähm, langfristig short gewesen. Ähm, aber jetzt haben wir hier diese große, große Aufwärtsphase gehabt. Der ist natürlich jetzt ganz klar der Meinung: Na ähm, naja, also wir haben hier einen Abwärtstrend. Wir haben eine tiefe Korrektur im Abwärtstrend. Und wenn der hier oben rumdreht, dann geht es wieder runter. Ganz klar. Hä? Hier rot der Abwärtstrend. So. Jetzt kommt aber noch die andere Gegensache dazu. <laughs> und das, das ist dann das, was wirklich wichtig wird. Schaut euch mal diesen großen Aufwärtstrend an. Auf Wochenbasis. Ne? Der dauert jetzt an, seit Februar letzten Jahres. Haben wir hier diesen starken Schwung nach oben bekommen. Und was wir hier jetzt sehen, ist einfach nur die Korrektur. Ja, und wir haben halt hier unten um die Marke, ich sag mal mal grob 1,19,5 bis 1,19,20. Haben wir hier den großen Ausbruchsbereich? Das heißt, wir haben hier nur eine tiefe Korrektur auf Wochenbasis. Und da sehen wir schon, da wurde letzte Woche unten angetippt, dann ging es deutlich hoch und diese jetzige Woche ist auch deutlich hoch und die hat sogar ein Hoch über dem Vorwochenhoch geschrieben. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte hier. Und da ist natürlich eines ganz, ganz klar: Das wäre mal eine gute, eine gute Position hier rumzudrehen und wieder die Aufwärtsrichtung anzunehmen. Und da sieht man, dass wir durchaus einen ganz, ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkt haben, an dem wir momentan entsprechend auch verharren. Und das ist das Konstrukt, was wir hier sozusagen momentan zu bewerten haben, wenn wir nach Handelsideen suchen. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück hier in den, in den Tageschart rein. Und ich meine, man sieht es, der Tageschart ist definitiv abwärts gerichtet. Das heißt, wenn wir den Anstieg der letzten Handelstage hier sehen, seit letzter Woche Freitag, als das Tief hier unten so grob um die 1,1952 geschrieben wurde, ähm, da sehen wir, wir sind oben raufgelaufen, schön, das ist alles Korrektur, alles gut und schön, alles schick, alles fein, wunderbar. Da kann man gut und gerne sagen, jo, jetzt nimmt er tatsächlich wieder den Weg nach oben ab. Aber. An dieser Stelle bin ich halt etwas skeptischer als der ein oder andere Händler hier an dieser Stelle, denn ich sehe auch schon, sage ich mal, das große Gesamtbild, dass wir hier durchaus auch weiter nach unten laufen können und wir doch noch mal einen Rutsch zur Unterseite bekommen können. Das ist nicht ausgeschlossen. Warum ist das nicht ausgeschlossen? Wir haben hier eine sehr sehr dynamische Aufwärtsbewegung gehabt und das ist so ähnlich wie wenn man einen Ball in die Luft wirft. Ja, jeder, der einen Ball in die Luft wirft, weiß ganz genau, wir leben auf der Erde, wir haben eine Gravitation, irgendwann verlangsamt sich die Parabel und dann dreht der Ball um und fällt wieder auf die Erde. Ja, bumm. So, es sei denn, es gibt Stöße, aber im Ball ist nun mal keine Rakete und genauso ist es hier. Wir sind einfach stark nach oben angestiegen. Und irgendwann kommt erstmal auch ein Rücksetzer. Das ist einfach die Normalität, die wir haben. Und dann kommt es natürlich darauf an, was passiert aus dem Rücksetzer heraus. Und da kann es dann durchaus dazu kommen, dass wir einen Aufwärtstrend uns bilden. Alles überhaupt kein Problem. Aber momentan stehen wir halt da, wo wir stehen. Und das ist nun mal hier das Drehlevel, grob gesagt, um die 1,21, 1,21 etwa, ne? Dieser Bereich hier oben. Da sehen wir momentan eine Top-Formation und die ist wichtig, denn wenn die nicht aufgelöst wird, ist der nächste Anlaufpunkt innerhalb dieser korrektiven Phase erst einmal hier oben die Marke von knapp 1,21,9. Wenn die nicht aufgelöst wird nach unten hin, haben wir eine hohe Flagge als Korrekturmuster, was sehr bullisch zu sehen ist und dann haben wir auch da die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik und dann haben wir hier einen im Tagesschatt ersichtlichen Trend zur Oberseite hin. Das ist die Longseite. Dann stellt sich allerdings die Frage, was passiert hier oben um die 1.21.9. Denn da müssen wir drüber, um den Tagestrend rauszunehmen. Und das ist wichtig für das lange Bild. Laufen wir da drüber, haben wir die Umkehr auf Wochenbasis und die wird gestützt durch die Umkehr auf Tagesbasis. Dann sieht es wiederum sehr bullisch aus und dann können wir ohne weiteres erste Mal wieder davon ausgehen, dass der Dollar weiter schwächelt und der Euro weiter zur Oberseite raufläuft, also den Aufwärtstrend der Woche wieder aufnimmt. Aber, und jetzt der Punkt, wo es Zeit wird, mal in den Stundenchart reinzuschauen, das ist alles nur die Geschichte für die Longseite. Der Markt kann hier genauso die Unterseite spielen. Ne? Und da mag der eine oder andere jetzt sagen: Mensch, der Seite, der quatscht hier heute, aber ein Wischiwaschi rum. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir sehen das nachher. Ähm, wenn wir uns die Charts mal anschauen, an dieser Stelle, und zwar die längerfristigen Charts von den Währungen, da sehen wir momentan Extreme. Und da sehen wir auch momentan Umkehrphasen. Und diese Umkehrphasen, das hatten wir im letzten Jahr ganz genauso. Ähm, das haben wir auch im, im Signaldienst bei Devisen 100 gemerkt. Es gibt so Phasen, die sind extrem schwer zu handeln. So wie wir diese Woche Austral-Dollar, US-Dollar besprochen hatten, ähm, wo sozusagen äh, ich äh, die Situation schon mal hatte, wo wir hier die Kundenfrage, die Zuschauerfrage bekommen hatten. Mensch, die haben dort eine sehr, sehr starke Long-Umkehrkerze gehabt, äh, wo ich dann gesagt hatte: Mensch, ich bin mir hier nicht sicher. Eine Kerze alleine macht noch nicht die fortsetzung jetzt sind wir doch nach oben gelaufen also das ist so die die das sind diese umkehrphasen aber dazu nachher sehr sehr gerne mehr zunächst mal hier der blick in das währungspaar euro us dollar in die untergeordnete zeitreihe und da sehen wir ganz ganz klar hier ich mache es mal kurz etwas kleiner das ist der abwärtstrend auf tagesbasis hier haben wir den Bewegungsarm des Abwärtstrends, hier den korrektiven Arm. Und jetzt, jetzt blende ich mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht sehen, den Trend ein das ist der Korrekturtrend, ne? Ganz klar. Wichtig wäre jetzt eins, wir müssen hier oben drüber über die 12156. Das wäre schön auch hier über dieses kleine Zwischenhoch, was wir hier oben haben, das haben wir liegen bei 121 ähm, knapp 50. darüber das würde dann direkt die Longseite wieder eröffnen mit weiteren Anlaufpunkten hier an diesen kleinen Zwischenhochs um die 12176 und 83 hin zum Trendhoch bei 1,21 knapp 90, das wäre mal der Weg hier oben und wenn der tatsächlich fliegen sollte, wäre hier mit Blick auf, dieses, auf diesen luftleeren Raum hier mehr oder weniger zum ähm, Jahreshoch hier der nächstgrößere Anlaufpunkt, die 1,2220, da haben wir hier ein Korrekturhoch gehabt und hier sehen wir, diese Phase hat auch immer wieder Anlaufmarke an dieser Stelle gehabt, was wirklich sehr, sehr interessant zu sehen ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Anlaufbereich. Aber das ist alles Zukunft für die Oberseite. Jetzt kommt es darauf an, wir sehen hier schon diese blaue Linie, dass der Markt schon mal unten so ein bisschen anlupft. Was passiert denn hier? Das Zwischenhoch 1,21,14 haben wir hier in diesem Bereich liegen, das Zwischentief meine ich. Das ist auch genau der letzte Kaufbereich hier in diesem Bewegungsarm. Da hat der hier aufgesetzt. Jetzt sind wir schon leicht runtergelupft. Kommt es hier zur Fortsetzung nach unten oder gar der Bildung eines Trends, dann sehen wir hier natürlich Anlaufmarker, die wir hier haben. Das heißt, hier an dieser Stelle wäre mal der erste Zwischenstab. Hier die Marke von ungefähr 1,2088. Dann haben wir hier diesen Richtungswechsel, diesen Drehbereich um die 1,2088. Knapp 50 und das Zwischentief um die 1,2020. Damit haben wir ein paar Anlaufpunkte zur Chart-Oberseite, ohne darauf spekulieren zu müssen, dass der Markt tatsächlich hier unten drunter durchfliegt. Da ist einiges an Luft da. Gute Absicherungspunkte ebenfalls. Also, das könnte durchaus interessant für die Unterseite sein. Und das ist halt der Punkt, den der Markt jetzt hier spielt, was das sehr, sehr wichtige Level ist für eine Entscheidung, wie es hier weitergeht oder nicht. Und in diesem, sag ich mal, Kontext zusammen, ähm, schauen wir uns jetzt nochmal äh, den Future an dieser Stelle an. Und zwar hier bei den äh, Currencies. Da schauen wir uns jetzt mal den US-Dollar an. Und da ist nämlich eine Sache, die ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Und zwar ist das, was wir hier sehen im US-Dollar. Schaut mal hier, das ist der langfristige Abwärtstrend. Ich mache mal hier ganz kurz den Wochenchart auf. Und da sehen wir, dass dieser langfristige Abwärtstrend sehr, sehr weit nach unten gelaufen ist. Wir kamen von hier oben bei knapp 104, also um die 103,95, ging es runter im tief unten rein bis unter die Marke von 90 und das ist genau dieser Ka Kaufbereich hier unten also diese extrem Levels und das sind die Punkte wo ich immer ganz ganz genau hinschaue weil diese extremen Level die rufen natürlich auch sehr sehr große Händlergruppen auf den Markt also hier oben das war ein extrem teures Level ja, da kommt häufig langfristig eher mal Verkaufsdruck auf. Hier unten haben wir ein extrem tiefes Level. Da kommt häufig mal Kaufdruck auf. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, wie es weitergeht. Und da ist halt jetzt der, der Punkt, den wir hier an dieser Stelle haben, ähm, wo die Unsicherheiten da sind. Denn wenn wir uns jetzt mal den längeren Bereich hier im Euro, US-Dollar anschauen wollen, dann sieht man eines natürlich ganz, ganz klar. Ne? Das ist jetzt hier mal der, 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 der Wochenchart, den wir hier haben. Also hier, wartet mal, fertig, der will nicht zeichnen hier. Kurzen Augenblick, ich versuche es nochmal. So. Jetzt geht's. Super. Also, hier, schaut mal. Das ist ein Trend auf Wochenbasis. Der läuft schön, sauber, hoch und runter. Und was wir jetzt hier sehen, ist ein Korrekturkanal. Ne? Und der kann ja jederzeit nach unten gebrochen werden. Und dann gibt es quasi den, die Fortsetzung des Abwärtstrends. Das ist mal entsprechend das Bild, was wir hier an dieser Stelle in der Woche haben. So, jetzt gehen wir aber mal zurück auf den Tageschart. Und im Tageschart sehen wir halt etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar ähm, sind das die Dinge hier an dieser Stelle, wo wir das nächste Widerstandslevel haben. Und das nächste Widerstandslevel hier äh, in diesem Chart haben wir mal ganz klar und deutlich in diesem Bereich hier oben. Also um die Marke von 92. Jetzt stehen wir unten bei 90. Da ist also auch noch einiges an Luft bei 92. Und. Mit Bezug quasi auf diesen abwärtstrendenden Markt, ja, ich, ich skizziere jetzt einfach nur mal kurz die letzte Erholung sozusagen, haben wir hier den Bewegungstrend zur Unterseite. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass der Markt dieses Widerstandslevel hier oben rausnimmt bei 92 und dann die höheren Zwischenhochs angeht, bis hier oben rein um die 95, um dann erst wieder rumzudrehen. Das wird sich alles zeigen und das ist die Chance. Die wir jetzt hier an dieser Stelle haben. Und diese Chance, die wir hier an dieser Stelle haben, ist halt äh, related ähm, äh, zu diesem Aufwärtstrend. Schaut mal hier. Hier ging es nach oben, kleine Mini-Korrektur, nochmal nach oben, wieder kleine Mini-Korrektur, nochmal nach oben, jetzt eine tiefe Korrektur. Was fällt uns denn hierbei auf? Hierbei fällt uns auf, dass das Level unten um die 90 ein sehr, sehr wichtiges Level ist. Da kommen immer wieder Käufe rein. Was noch auffällt, dieses Level ist das letzte Korrekturtief, bricht das weg, dann sehe ich den Euro wieder deutlich nach oben steigen. Und das ist dann halt der Punkt, äh, wo quasi der Euro mal definitiv hier oben drüber fliegen wird. Ja? Das ist eine extrem gute Wahrscheinlichkeit. Aber wird das anders kommen, heißt, bleibt es hier unten bei der tiefen Korrektur und der Markt läuft nach oben, dann ist das eher das Szenario, was dazu führt, dass wir erstmal wieder hier Richtung Unterseite, Richtung des Tiefs hier unten bei 1,19,52 fallen. Und das ist der Drehbereich und das ist das, wo man wirklich gut und gerne immer schön hinschauen kann. Und schauen muss, was passiert denn hier, wo geht's hin. Also, das mal entsprechend hier der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Und an dieser Stelle ähm, bekommen wir gerade auch noch ein paar Fragen rein. Und zwar zum euro fund und zum äh, US-Dollar-kanadischen Dollar. Die gehen wir auch gleich mal noch mit durch hier, äh, bevor ich nachher mal die Big Pictures mir äh, mit, mit, mit Ihnen zusammen gemeinsam hier anschaue. Äh, und zwar hier an dieser Stelle. Euro-Britisches Pfund. Wir sehen es hier unten momentan. Der Markt versucht sich ein bisschen zu beruhigen. Hier an dieser Stelle. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz hier diesen Korrekturkanal raus. Wir sehen es momentan im Euro-US-Dollar. Deswegen gehe ich mal hier aufs, 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 aufs kleine Bild zuerst, eines also auf die vier Stunden. Wir sehen hier unten eine Bodenbildung. Wir sehen hier unten einen Widerstandsbereich am letzten Ausbruchslevel um die, naja, knapp 0,88. Ja, das Tief war gewesen bei 0,87,95. Rangespiked, tief reingegangen. Jetzt wird es interessant. Prallen wir wieder hier ab, dann werden die untergeordneten Level natürlich interessant. Und was wird dann noch interessant? Dann wird es halt wirklich sehr, sehr interessant. Was passiert hier unten in diesem Bereich? Hier hat sich nämlich wirklich so ein kleiner Boden ausgebildet, wo wir sehen, hier ist ein Mini-Abwärtstrend runtergelaufen, der ist jetzt gebrochen. Da wird es halt wirklich sehr, sehr interessant. Was passiert denn hier zur Chart-Oberseite? Fliegen wir tatsächlich oben drüber raus, dann haben wir eine schöne Gegenbewegung. Und jetzt schauen wir uns mal noch kurz das Potenzial an, hier äh, dieser Gegenbewegung, aber beziehungsweise auch der Verortung hier in diesem Chart. Da gehe ich mal kurz auf den Wochenchart und da sehen wir halt, dass wir schon in einen Bereich gefallen sind, wo wir zwar hier etwas Gegenwehr gesehen haben, aber wir doch weiter noch Luft nach unten haben. Das heißt, hier durchaus zu sehen, dass korrektive Phase und dann der Weg weiter unten Richtung 08685. Das ist ein durchaus wahrscheinliches Szenario auf dieser Seite. Gerade dann, äh, wenn äh, der britische Pfund weiterhin schwerer wird, weil die Schwere, die Zunahme, die Schwere äh, des Pfund äh, hat halt dazu gesorgt, dass die Kurse hier eher die Unterseite befeuern. Äh, Im Pfund US-Dollar natürlich dort eher die Oberseite. Und damit nochmal kurz zurück hier rein, weil hier haben wir momentan aktuell die Stellschraube. Und wir sehen halt, das hier ist nur die Korrektur quasi äh, im äh, Abwärtstrend auch der Tages. Basis. Und da ist halt wirklich, wir haben die Luft, erstmal hier oben bis 0,88,40 reinzulaufen. Da haben wir das letzte Zwischenhoch liegen, ähm, hier an dieser Stelle. Ich äh, skizziere das mal ganz kurz ein. Das ist also hier, Moment, Kurzen Augenblick, da haben wir es, das ist der richtige Trend, um das kurzfristige zu beachten. Also das heißt hier, dieses Level ist das Wichtige. Bis dahin ist mal locker Platz. Dann hat sich hier allerdings auch ein Aufwärtstrend gebildet, der dann durchaus hier in das höhere Level auf Tagesbasis bei 88, 68 noch laufen kann, falls der Markt tatsächlich rumdreht und das Fund erst einmal wieder hier deutlich in den Korrekturmodus eintaucht. Soweit ist es aber noch nicht, und solange wie wir hier am Widerstand abprallen, sehen wir eher die Chartunterseite. Und spätestens dann, jetzt gehe ich nochmal kurz auf den Wochenchart, wenn wir Kurse unterhalb des Vorwochentiefs haben, setzt sich das Ganze fort und dann wird es relevant, dass wir uns hier eher die Unterseite bei nur 86, 85 mit anschauen. Britischer Fund. Das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Euro. Und dann schauen wir noch auf das Währungspaar US-Dollar-Kanadischer-Dollar. Den haben wir hier, Canadian-Dollar, das äh, Wort der Währung hier. Und da sehen wir weiterhin Rücksätze. Wir gehen allerdings zunächst mal eben in äh, den, äh, den Tageschart auch rein. Äh, denn da sehen wir ein, sage ich mal, ähnliches Bild wie bei der ein oder anderen Währung auch, dass wir wirklich sehr, sehr deutlich, sehr, sehr tief runter gefallen sind äh, und in dem Bereich der Tiefs unten nicht mehr wirklich Druck zur Unterseite reinkommt und das sind so die Märkte, die Phasen, wo wir durchaus Umschwungchancen haben, äh, wo man durchaus immer mal wieder den einen oder anderen Trade in den Umschwung reinfassen kann, wenn der Umschwung kommt. Warum ist das da? Ähm, warum sage ich da reinfassen kann? Wir haben da halt noch keine stabilen Trends, aber wenn man es tatsächlich schafft, so ein Early Bird zu packen, hat man natürlich gute Chancen relativ früh in den Markt reinzukommen und dann viel Bewegung mit oben rauf zu nehmen. Das heißt, in diesen Situationen kann man mit relativ kleinen Positionsgrößen äh, ziemlich viel reiten nach oben hin, kann diese natürlich auch pyramidieren, das heißt dann Stück für Stück nach oben aufbauen und das ist das, wo häufig das größte Potenzial nach oben hin oder nach unten hin, je nachdem, wo die Wenderichtung hingeht, drinnen steckt. Man hat allerdings auch das größte Risiko in Bezug auf, klappt der Trade oder klappt der Trade nicht. Ja, das ist das Punkt, das ist der Punkt, und deswegen sollte man da immer. Ähm, entsprechend mit den positionsgrößen ein bisschen aufpassen das heißt in diesen umschwungphasen generell habe ich mir das angewöhnt lieber mit kleineren Größen zu arbeiten ne? zum beispiel die hälfte oder teilweise nur ein drittel der positionsgröße ähm, klar ähm, auf den ersten blick wird der ein oder andere hinter sagen pff, da kommt da nichts mehr raus wenn ich hier mit einem drittel der positionsgröße arbeite aber leute das ist ja nur die initiale position wenn wir wirklich einen langen trend nach oben bekommen ja dann haben wir oder nach unten je nachdem dann haben wir ja viel viel zeit sozusagen ähm, die, die entsprechende, den entsprechenden Trend zu reiten und da kann man immer noch die Positionen locker nach oben aufstocken äh, und um das Ganze dann zu setzen. Denn ich meine, wenn wir hier jetzt früh genug reinkommen, ne? also mal ganz kurz das auf Tagesbasis skizziert. Schaut mal, wir haben jetzt hier an dieser Stelle einen Tageschart, der hat hier ein relativ wichtiges Level schon mal rausgenommen. Hier, diesen Widerstandsbereich hier oben. Ne? Da hat der Markt, da, da ist der drüber gelaufen. So, und dann ist er allerdings wieder umgekehrt. Und jetzt stellt euch einfach mal die Frage. Jemand, der auf die Bildung eines Trends wartet. Wo geht denn der rein? Ne? Wo geht der rein? Wir haben jetzt hier zwar den Abwärtstrend gebrochen an dieser Stelle hier, aber wir haben immer noch keinen Aufwärtstrend. So, und jetzt schaut euch mal an. Wir sind hier initial in die Aufwärtsrichtung gelaufen. Jetzt korrigieren wir hier. Derjenige, der hier auf Trendbildung wartet, der kommt noch längst nicht rein. Der kommt erst hier oben rein. Wenn wir jetzt aber. Als risikobewusste Traderin oder risikobewusster Trader diese Bodenbildungsphase nutzen, um einen Trade in die Long-Richtung zu versuchen, dann haben wir erst einmal die Chance, zunächst in den kleineren Zeiteinheiten wenigstens hier Richtung Zwischenhoch zu gehen. Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn hier oben tatsächlich Nachfrage reinkommt, haben wir den Trend auf Tagesbasis. Und wenn diese Umschwungphasen tatsächlich nachhaltig sind, haben wir auch schöne Anlaufpunkte. Ne? Schaut mal hier. Da müssen wir einfach nur mal auf die Zwischenhochs gehen, hier, die wir hier drin liegen haben. Und da muss man ja nicht lang reden. Wenn ich hier unten reingegangen bin und das Ding bis hier oben traden kann, dann ist das doch ordentlich Geld. Der kurzfristige Trader, der geht halt hier wahrscheinlich schon wieder raus oder hier, der nimmt das hier nach oben gar nicht mit. Aber derjenige, der eine kleine Position hat, kann die kleinen Schwünge nach oben nutzen, immer die Korrekturen, um die Position aufzustocken, spätestens dann, wenn man aus dem Risiko ist. Die Pyramidierung macht man nur dann, wenn man aus dem Risiko raus ist, sonst erhöht man ja das Risiko in der Position und das ist nicht sehr charmant an dieser Stelle. Also, hier. Sind das die großen Chancen in den Umschwüngen? Und das sehen wir halt auch sehr, sehr klar momentan hier beim kanadischen Dollar. Der erste Schub war da, die Korrektur könnte jetzt zu Ende gehen und da ist das könnte noch da, aber wir sehen halt auch hier, dass der Kaufbereich, der Supportbereich um die 1,26,85 in etwa wieder gesucht wurde und gehalten hat. Und wenn wir uns das Bild mal eben kurz äh, im Chart der vier Stunden anschauen wollen, dann sehen wir jetzt hier an dieser Stelle, das ist der korrektive Trend nach unten, der ist hier da, aber man muss da, Moment, deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz in die Stunde rein, man muss da auch ganz genau hinschauen, wenn man diese, sag ich mal, äh, kurzfristigen äh, bzw. diese Risiko äh, Trades auch machen möchte, was da dann unten kommt und da ist halt die Tatsache gegeben, dass wir hier momentan tatsächlich unten in der Umkehrphase sind. Wir sind in einer Umschwungphase, die die Chance hat nach oben zu laufen, dann schaut mal hier. Das war die letzte Korrektur in der Stunde, das war das Trendtief und was ist dann passiert? Wir sind hier zwischenzeitlich nach oben gelaufen über diesen Wert drüber, also wir sind hier rausgelaufen und wir haben dann entsprechend eine kleine Korrektur gemacht und sind dann nach oben gelaufen, haben jetzt hier zunächst erstmal einen kleinen Trend. Und der hat halt jetzt die Chance, sich Stück für Stück nach oben zu hangeln. Und zwar hier die schönen Zwischenhochs auch anzulaufen, die ich gerade auch im größeren Kontext gezeigt habe. Das sind doch sehr, sehr schöne Marker. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, man kriegt jetzt ziemlich schnell die Richtung gegeben, ob der Trend klappt oder nicht. Und wenn er klappt dann hat man in der Regel sehr sehr gute Chancen bei einer nachhaltigen Bewegung entsprechend auch dabei zu sein und damit kommen wir ja würde ich sagen noch mal ganz kurz zu den entsprechenden Indizes die wir hier haben und dann gehen wir mal noch in die ähm, größeren Währungen rein, beziehungsweise äh, wir kommen dann mal noch zu dem Thema äh, der entsprechenden Inside Bars oder Au also Innenstäbe und Außenstäbe. Ähm, das können wir uns dann entsprechend auch nochmal anschauen. Das habe ich ja gestern auch versprochen, dass wir das heute machen. Also zunächst mal kurz der Blick in die großen Indizes, aber da gibt es momentan echt nicht viel zu sagen. Ähm, wir haben hier, ähm, wenn wir uns die US-Indizes mal anschauen, zum Beispiel starten wir mal mit dem Dow durch. Ähm, wir haben hier Ganz klassisch ein Verharren auf sehr, sehr hohem Niveau. Da gibt es nicht viel zu sagen. Wir korrigieren momentan ganz klar hier über die Zeit. Die Aufwärtsdynamik ist da. Die Korrektur läuft über die Seitwärtsphase drüber und man muss einfach warten, was hier passiert. Der Markt wartet auf die Entscheidung, wie es denn mit dem Hilfspaket weitergeht. Das sieht man hier ganz, ganz klar. Man geht davon aus, dass die 1,9 Billionen, die beiden fordert, nicht gezahlt werden. Das wird zu viel sein, da stimmen die Republikaner nicht zu. Aber man geht davon aus, dass man sich einigen wird. Und der Konsens sieht eine Größenordnung von 1,2 bis 1,3 Billionen US-Dollar vor in diese Richtung. Und das ist das, wenn die Nachricht kommt, dass man sich geeinigt hat, wird, das der Event sein, der mit guter Wahrscheinlichkeit die Märkte auch bewegen wird. In welche Richtung das wird sich zeigen, denn die hohe Korrektur, die hohen Kurse dort oben sehen wir halt, ähm, da kann es schnell nach unten oder auch nach oben gehen. Das heißt, dass die Korrektur über die Zeit verlassen wird, aber aus jetziger Sicht gibt es hier nicht wirklich viel zu sagen. Hier ist, wie schon gesagt, die Korrektur entsprechend am Gange. Wir sind oben quasi gedeckelt, äh, ganz grob um die Marke von 31.540 Punkten. Äh, und wenn wir einfach mal schauen, die Unterseite hier, da müssen wir einfach sagen: Okay, hier das Tief, die Tiefs, die lupfen immer mal hier den alten Ausbruchsbereich an, um die äh, 31.260, 50 in diesem Drehbereich rum. Das ist die Schwankbreite, das ist die Schwankungsbreite. Hier noch die psychologisch wichtige Marke von 31,2. Also da ist ein Hin und Her. Ne? Und das Gleiche sehen wir entsprechend auch bei den US-Indizes in der anderen Reihe. Das heißt, beim SP 500 äh, sehen wir das hier genau das Gleiche. Sehr schön zu sehen. Äh, das hohe Level, die Korrektur über die Zeit. Hier kann man, wenn man mag, gerne ein Dreieck einzeichnen. Wie auch immer, äh, das spielt keine Rolle. Wir haben eine Korrektur. Auf hohem Niveau. Wir haben hier 1, 2, 3 Handelstage gehabt, wo es kaum Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs gab. Es gab Schwankungen nach oben und nach unten. Oben wurde es kurz zu heiß, da wurde wieder abverkauft. Unten wurde gleich wieder zugegriffen. Ähm, auch da sehen wir, wenn wir uns das Ganze mal kurz in der Stunde anschauen wollen, wir sehen hier oben einfach eine weite Seitwärtsbewegung und die Bewegung ist halt einfach da. Und da haben wir hier unten einfach, um das mal wirklich grob zu skizzieren, einmal hier unten. Na, komm her, hier. Nee, Leutchen, was ist hier los? Jetzt, also wir haben unten hier den Auffangbereich ganz grob und oben mal so wirklich nur grob gesehen hier oben da um die 3.900. Ein paar Ende 30. Will der Markt nicht hoch? Also wir laufen hier mehr oder weniger seitwärts. Ähm, klar, an dieser Stelle ist eines, hier könnte sich der Ausbruch nach unten anbahnen. Dann müssen wir schauen, was hier unten Richtung des alten Ausbruchslevels geht. Und ansonsten, wenn wir tatsächlich drüber gehen, wird sich das oben zeigen. Aber das ist momentan alles wirklich so extrem flach. Dass ich mir hier nicht, äh, sage ich mal, wage eine Tendenz zu finden. Die grundlegende Richtung ist eher aufwärts gerichtet. Wenn es hier zum Ausbruch zur Unterseite kommt, würde ich sagen mal Anlauf-Ausbruchslevel knapp 3870 Punkte. Wenn es die hohe Flagge-Auflösung zur Oberseite gibt, Mann, dann werden wir sehen, was wird zur Oberseite hin. Aber es ist momentan hier auch weiterhin alles im grünen Bereich. Und der Nasdaq. Es ist halt wie es ist. Es ist genau das gleiche Bild wie bei den anderen Indizes. Wir haben hier an dieser Stelle auch die Korrektur über die Seitwärtsphase und da kommt es halt drauf an, was passiert unten. Da ist momentan das alte, der alte Bereich hier äh, quasi um die 13.600 Punkte eher. Der Support, der wurde mal ganz kurz angelaufen. Hier an dieser Stelle sehen wir hier sehr, sehr schön. Ansonsten, wenn wir hier zur Ausweitung zur Oberseite kommen, ist das die bullische Fortsetzung. Und auch hier, hier passiert tagsunter nicht wirklich so viel. Das heißt auch hier, der Markt wartet auf einen Event, auf irgendeine Nachricht und dann wird der Markt irgendwie reagieren. Wie schon gesagt, eine Korrektur zur Unterseite wäre jederzeit drinnen, aber wir korrigieren momentan flach und das ist eher ein bullisches Zeichen im Kontext entsprechend des Aufwärtstrends hier mit Blick in den Nasdaq und dann schauen wir uns das Ganze noch mal eben kurz auf dem Dax an oder im Dax den hatten wir auch gestern da ähm, und das sehen wir hier die Abwärtssequenz im DAX hier nach unten hin, ähm, die ist weiterhin intakt. Der Abwärtstrend ist auch da. Aber, und das ist die positive Nachricht, der Markt tastet sich immer wieder über die 14.000 Punkte Marke drüber. Ne? Und das ist halt wichtig, wenn es jetzt hier tatsächlich zu einem Schwung nach oben kommt. Also hier zu diesem Aufritt, den wir hier unten gesehen haben. Im kleinsten ist er ja schon mal angefangen zu trenden. Aber wenn wir das im größeren Bild mal sehen, hier der Ritt nach oben. Über die 14.000-Punkte-Marke jetzt die Korrektur hier das Ausbruchslevel unten getestet, um die 13.960. Wenn wir hier tatsächlich den Ritt nach oben schaffen, dann können wir uns hier ein bisschen nach oben fokussieren. Wo könnten andere Orders Druck in den Markt nach oben bringen? Und da haben wir schön äh, die Absicherungslevels hier von diesem Abwärtstrend, der schön zur Unterseite läuft. Und das ist ja das, was wir haben. Schaut es. Übergeordnet ist es eher ähm, bullish zu sehen und der Lower Time Frame, also hier die kleineren Trends, die zeigen uns an, wo die Zwischenhochs liegen und das liegt halt da oben. Und da ist es wichtig, jetzt hier über die 14.050, 55-Punkte-Marke drüber zu gehen und damit sehen wir schön hier den Weg nach oben raus. Dann hätten wir den Aufwärtstrend und alles ist wieder gut und alles schaut hier. Auch wieder sehr, sehr bullisch in den kurzfristigen Zeitrahmen auf. Das quasi zu diesem Punkt, zu diesem Markt. Und ähm, da komme ich jetzt mal, bevor wir noch auf die, auf die, auf die Währungen zu sprechen kommen, ähm, mal eben noch auf das Thema ähm, der Inside Bars äh, zu sprechen. Und zwar Inside Bars. Was ist eine Inside Bar? Eine, also eine, ein Innen, eine Innenkerze sozusagen. Ähm, passt auf, man hat in den Marktverläufen. Immer mal so ein bisschen die Situation, dass man eine Kerze hat, eine lange Kerze, so wie hier beispielsweise, oder extrem so wie hier. Und da hat man halt innerhalb dieser sehr, sehr langen Kerzen häufig Bewegungen, die sich sozusagen in die Gegenrichtung auswirken und um dann wieder in Hauptrichtung der initialen Kerze zu laufen. Und da gibt es halt oder stellt sich halt jetzt immer die Frage, wie betrachte ich denn so eine Kerze? Wie sieht die denn aus? Wo läuft die hin? Und da ist es halt ähm, für mich äh, immer wichtig zu sehen, die Kerze muss man in einen gewissen Kontext setzen und zwar in den Kontext zum entsprechenden Chartverlauf. Und wenn wir uns mal beispielsweise hier ähm, kurz mit diesen Kerzen beschäftigen, ich schneide die mal eben aus und füge die mal ins Grafikprogramm ein. Kurzen Augenblick. Wir nehmen hier einfach mal diesen diesen Part hier und äh, gehen mal ins Grafikprogramm rein nur um mal zu zeigen äh, wo da quasi die Dinge sind ähm, auf die ich persönlich entsprechend mit Wert lege hier und zwar schaut euch das mal an das was wir hier beispielsweise haben also diese Kerze hier also ich mach mal kurz den Pfeil dran hier na das ist der falsche Pfeil ähm, wir besprechen jetzt, wo ist er hier? Da ist er. Diese Kerze, diesen Außenstab hier mal an dieser Stelle, den da. So, da sehen wir, dass dieser Außenstab entsprechend eine Oberseite und eine Unterseite hat. So, und jetzt haben wir hier entsprechend, wenn wir das mal in diesem Trendkontext hier einordnen, den Markt nach oben laufen. Und hier sehen wir halt, das ist mehr oder weniger ein Seitwärtsverlauf. Da passiert nicht wirklich was in diesem Kontext. Schauen wir uns jetzt allerdings mal diesen Außenstab hier an, sieht das Bild komplett anders aus. Denn wir haben hier in diesem Kontext ganz klar und deutlich hier eine starke Abwärtsbewegung und dann eine starke Aufwärtsbewegung in diesem Kontext rein. Also hier an dieser Stelle ist ganz klar zu sehen, dass wir deutlich nach unten gelaufen sind. Und dann in die Korrektur reingelaufen sind. Und das Ausmaß dieser Kerze hier, dieser Außenkerze, ähm, ist halt ein ganz anderes wie dieser Kerze. Und der Kontext ist auch ein ganz, ganz anderer. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, da mache ich die ganz, ganz großen Unterschiede. Ein Schadverlauf wie hier drüben, da beachte ich die Bewegung in der Kerze nicht. Das ist für mich einfach nur der Hochlauf, dann die Korrektur, dann der Aufschub. In diesem ist das ganz, ganz anders, weil hier haben wir vom Kontext her eine starke Bewegung, hier eine tiefe Korrektur dieser Bewegung und dann den Weg nach unten. Und das ist etwas, das beachte ich sehr wohl als marktbedeutend. Hier ist die nächste Außenkerze, was wir hier haben, ist eine Seitwärtsbewegung innerhalb dieser Phase. Da sage ich mir, wenn ich diesen Gesamtkontext mir auch anschaue, das ist für mich ein Seitwärtslauf, hier ist nichts am Markt passiert da geht es hier runter und dann da oben in die Korrektur rein und dann der Rutsch nach unten und hier wieder, bitte in den Kontext setzen, das der Schub nach unten und da haben wir eine deutliche Korrektur innerhalb dieses Schubes nach unten und dann kam der nächste Rutsch. Und das ist so das große Bild quasi, wo ich einfach schaue, welcher Kontext, was sagt mir denn so eine Kerze und wie ordne ich das in den Chartverlauf ein. Und das sind die wichtigen Marker, die ich hier mir immer anschaue und das Bild quasi dort in diesen Kerzen mir zur Verfügung stelle, wie wir das Ganze entsprechend einordnen können. Das, der Blick in das Thema, ganz kurz angerissen, ähm, hier der Außenstäbe bzw. Innenkerzen, die innerhalb einer solchen Phase liegen. Und damit äh, möchte ich noch mal ganz kurz zu einem wichtigen Thema für die Frage zum WTI schauen und zwar wurde hier gefragt, Mensch, das WTI ist ja jetzt zum einen Dollar gefallen, was ist denn da los? Wir sehen einfach eine Korrektur, ich hatte das Setup, das Korrektur-Setup ja vorgestellt und wir sehen hier oben einfach momentan, dass der Markt auf relativ hohem Niveau jetzt nach unten geht und was wir halt auch sehen ist, schaut mal hier, das war die Umkehrkerze hier oben und diese Umkehrkerze hat jetzt einfach die Bestätigung gefunden. Und schaut euch mal diesen langen, langen Move hier an. Der ist extrem weit nach oben gelaufen und da kann es durchaus mal einen deutlicheren Rutsch nach unten geben. Kurzfristig müssen wir jetzt erst einmal sehen, was passiert unter dem Tief dieser Kerze. Also hier unter der Marke von knapp 57,28. Wenn wir uns das mal im Stundenchart anschauen wollen, äh, dann sehen wir nämlich hier auch da den Aufwärtstrend am Laufen. Hier schaut mal, das ist der Aufwärtstrend. Und das ist der Bewegungsrahmen, den wir hier haben. Und da hatten wir hier unten das letzte Korrekturtief dieses Aufwärtstrends. Und den haben wir hier gefunden. Der Bewegungsarm wird mittlerweile korrigiert. Im größeren Kontext ist es halt jetzt sehr, sehr wichtig, was passiert hier unten um dieses Bild. Wenn wir das auch rausnehmen, dann haben wir durchaus Chancen, die Unterseite weiter zu beleuchten. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn wir in diesen starken Märkten gar nicht erst hier drunter fallen. Im Kontext zu diesem Gesamten ist es jetzt halt so, der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Nur der Arm der Stunde wird korrigiert. Der Tag geht hier mehr oder weniger. Innerhalb dieser Außenkerze seitwärts, ja, auch wenn hier äh, über ein Dollar Luft dazwischen ist, im Kontext sieht es so aus, wie es ist. Und wenn wir uns das mal auf Wochenbasis anschauen, ähm, dann sieht man einfach, das ist jetzt die Umkehrkerze und unterm Wochentief wird die Bestätigung sein, dass wir hier auch die Woche tiefer korrigieren. Das wird sich aber erst entscheiden. Und wie schon gesagt, die Marke haben wir hier, die, die, die 5728. Wenn dort ein deutlicher Rutsch kommt, muss man sehen, wie es weitergeht. Aber auch hier bitte im Kontext halten usa hat montag feiertag da können durchaus deutlichere gewinnmitnahmen entsprechend einsetzen das zum öl also hier zum wti und dann möchte ich noch mal ganz kurz ein thema auffassen ähm das für die Währungen extrem wichtig ist. Und zwar gehe ich hier nochmal auf die Währungsfutures. Ich hatte es vorhin besprochen, im US-Dollar sind wir hier in einer Umschwungphase drinnen. Also schaut hier unten, das hat man besprochen, hier sehr tief, dort sehr hoch. Wenn wir auf dem Monatschart sehen, sehen wir das gleiche. Ne? Dieses Level hier unten ist extrem wichtig. Hier, 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 hier. hier hier in der Vergangenheit immer sehr sehr wichtig gewesen und wir haben halt hier eine gute Range unten um die 89 oben um die 103 104. Und immer wenn wir oben angestoßen sind, auch hier sehen wir drüben, das sind wichtige Bereiche, kam es zum Richtungswechsel. Und das ist das, äh, was wir gesehen haben. Der starke Abverkauf. Jetzt sind wir wieder unten. Und wenn es hier wieder zum Richtungswechsel kommt, kann man durchaus davon ausgehen, dass wir uns irgendwo innerhalb der Range befinden. Das ist der US-Dollar. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch bei anderen Währungen an, denn wir haben es ja gesehen, Thema Australdollar zum Beispiel auch. Wir sind jetzt hier. Im Wochenchart und wenn wir uns den Wochenchart im Australdollar quasi mal anschauen, dann sehen wir hier genau ein Bild wie das, was ich gerade im US-Dollar gezeigt habe. Wir sind hier in einer Verortung momentan, äh, wo wir oben ein Widerstandslevel sehen hier. Na, und das hat auch wirklich sehr, sehr langfristigen Bestand, die Marke von 080. Ähm, hier gab es letzte Woche das erste, oder letzte, ja, das ist der Monat. Also der letzte Monat hat hier schon ein leichtes Schwächezeichen gebracht. Wird dieses bestätigt, dann können wir durchaus auch nach unten rutschen, aber man muss halt sehen, wo wir herkommen, ob das wirklich schon relevant ist. Das ist dieses hier unten, das Auffanglevel um die 060. Ne? Das sehen wir auch, das hat Relevanz und das haben wir auch hier hinten immer mal gesehen dass das Relevanz hat und wir laufen auch jetzt hier in diese Extrembereiche rein und da kann es durchaus auch zu einer Gegenbewegung kommen. Und das ist das, was das Ganze so risky macht. Wir sind hier weit reingelaufen, aber hier an dieser Stelle der Aufwärtstrend ist durchaus noch intakt. Wichtig wird halt zu sehen, was passiert jetzt hier. Sammelt sich der Markt auf hohem Niveau, um dann nach oben über die 80 durchzustarten oder sehen wir hier eher ein Randtesten? An quasi dieses Niveau hier oben, so ähnlich wie wir das hier drüben gesehen haben, nur um dann den nächsten Schub nach unten zu sehen, weil die Gesamtsequenz hier auch auf Monatsbasis ist eher zur Unterseite ausgerichtet. Also hier die 080 wird sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir hier die 07740 in etwa, wo wir gerade stehen. Ähm, Wenn es hier zu nachhaltigen Umkehrmustern kommt, wäre das zumindest mal eine Korrektur in diesem Aufwärtskontext. Richtung 70 bricht dann die 70. Sehen wir eher wieder den Fokus auf die Unterseite. Aber hier. Ist halt noch ein bisschen Luft zur Oberseite hin. Das der Blick in Australdollar. Gleiches möchte ich mal kurz schauen noch auf dem Neuseeland-Dollar. Ähm, der ist schon ein bisschen ähm, anders unterwegs, aber das Bild sieht ähnlich aus. Das heißt, wir haben hier unten in diesem Bereich das Low gesehen. Hier ein Drehbereich, der war aber nicht ganz so klar. Ein klareres Level haben wir hier in diesem Bereich um die 60 und da haben wir es gesehen. Hier hat es zum Aufschub den Ausschlag gegeben und jetzt ist der Markt hier hochgelaufen in dieses Level hier oben rein um die ungefähr 0,75. 74, 75 ist ein sehr sehr wichtiges Level. Da tastet der Markt sich jetzt auch wieder ran und auch hier durchaus, wenn wir uns mal den Monatschart ansehen, wir sind sehr dynamisch hochgelaufen, wir verharren hier jetzt auf relativ hohem Niveau in Nähe zu 0,75 und da wird es jetzt interessant. Kommt es hier doch noch mal zur Ausdehnung raus und der Markt fliegt nach oben weg? Dann wäre mal das nächste größere Level, was wir anlaufen können, hier unten äh, oder oben in diesem Bereich die 0,85, beziehungsweise dann oben rein in Richtung 0,87. Ähm, prallen wir allerdings ab, könnte das wieder eine dynamischere Bewegung, eine länger anhaltende Bewegung zur Unterseite reingeben, hier unten rein Richtung äh, des Levels, was wir hier unten hatten, äh, in diesem Drehbereich hier um die Marke von 0,67, 68, beziehungsweise hier zur 0,65 rein. Also, das sind durchaus Chancen, die wir da haben. Und auch hier sehen wir, wir einen Markt, der potenziell bereit wäre für eine Wende und das muss man so ein bisschen im Blick haben und das ist halt auch das, was wir momentan bei vielen Währungen sehen und das schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz im britischen Fund an. Britisches Fund haben wir hier an dieser Stelle und auch da sehen wir. Ich gehe jetzt auch mal mit Absicht wieder in den Monatschart entsprechend rein. Da sehen wir äh, ganz klar an dieser Stelle ebenfalls die Verortung an diesem wichtigen Bereich. Schaut mal hier. Dieses Level hier oben um die 1,40 ist ein sehr, sehr wichtiges Widerstandslevel. Da wird sich jetzt entscheiden, wo wir reingehen. Sehr, sehr bullisch zu sehen war, dass der Markt hier über dieses Level knapp die 1,35, würde ich mal jetzt so in den Chart grob schätzen, drüber gelaufen ist. Ähm, dann sehen wir jetzt hier oben den Test der 1,40. Wir stehen momentan bei knapp 1,38, also da ist noch deutlich Luft 1,40, 1,41, 42 rein. Problemlos, aber auch da müssen wir schauen. Was passiert an dieser Stelle? Wo läuft der Markt hin? Nimmt er dieses Level nachhaltig raus? Dann sollten wir deutliche Kursanstiege sehen, denn die nächsten größeren Widerstandslevel hier in dieser Währung, die haben wir erst hier oben um die 1,70 und da ist noch viel, viel Luft zur Oberseite hin. Also, das bleibt wirklich sehr, sehr interessant und das könnte unter Umständen wirklich Hand in Hand gehen mit der Umkehr der Wirtschaft, dass sich die Wirtschaft anfängt deutlich zu erholen und das bringt dann den Schub nach unten, äh, nach oben und das ist übrigens auch ein ähnliches Bild äh, wie das, was wir hier im US-Dollar sehen an dieser Stelle. Also hier Moment, warten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier in den US-Dollar reinkommen und wenn er das nicht macht, mache ich einfach ein neues Fenster auf. So, machen wir den mal zu. So, und dann probieren wir das einfach mal auf einer anderen Seite. So, finwitz.com Die liebe Technik. So, also hier der Blick quasi äh, in äh, die Future-Märkte wieder rein. Also hier kurz Futures die Currencies angehen. Und da sehen wir halt einfach, wenn wir jetzt mal in den US-Dollar blicken, keine Sorge, ich mache es auch gleich wieder groß, dass man die Charts besser sehen kann. Also hier an dieser Stelle, das, was ich gerade äh, im Fund quasi äh, auch gesagt hatte, das ist eine Chance, die haben wir hier. Im US-Dollar durchaus auch. Denn, halt, Moment, wir müssen mal kurz noch auf den, auf den Monatschart gehen. Ähm, denn, wenn wir uns das lange Bild mal anschauen, sind wir momentan durchaus hier in einem wichtigen Kauflevel unten angekommen. Das heißt, genau dieser Bereich hier unten, schaut mal hier, das, das können wir echt lange Zeit zurückziehen. Unten hier die 90, 89, unten dieser Drehbereich ist ein sehr, sehr wichtiges Kauflevel. Und wenn wir das nach oben rausnehmen, haben wir aus charttechnischer Sicht durchaus die Chance, äh, deutlich höher zu laufen hier in dieses Verkaufslevel oben rein, hier um die Marke äh, von knapp 103, 104 oben rein. Das ist die Chance, die wir jetzt haben hier in diesem Seitwärtslauf hin und her von unten nach oben ich hatte ja vorhin dazu etwas zu den Umkehrsszenarien gesehen und genau das ist die Verordnung und aus diesem Grund könnte es durchaus sein dass der Markt hier in dieser Range anfängt jetzt die Wirtschaftserholung in den USA deutlich stärker zu spielen auch die Zinssituation in den USA deutlich stärker zu spielen und wenn wir entsprechend hier sehen dass der Markt dieses Spiel bringt dann können wir uns darauf einstellen dass wir eher einen steigenden US-dollar sehen sollte die Entscheidung dagegen ausfallen, dann werden wir sehen, dass die Range eher nach unten verlassen wird und wir uns hier mehr oder weniger Richtung 85 bzw. 80 US-Dollar im US-Dollar-Future entsprechend bewegen. Das quasi hier entsprechend mal der Blick in die Währungen, in das große Bild. Und ich bin soweit für heute durch an dieser Stelle. Fragen haben wir auch keine mehr. Das heißt, ich sage danke. Fürs Zuschauen, allen einen erfolgreichen Trading Freitag, ein entspanntes Wochenende. Bleiben Sie gesund, erholen Sie sich gut und wir sehen uns wieder am Montag zur Marktbesprechung um 8.30 Uhr. Live wie immer, exklusiv hier bei Digme Deutsch. Bis dahin, allen ein schönes Wochenende und bye bye. Tschüss.